Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Heute soll es im zweiten Teil darum gehen, wie man auf der Simatic HMI Eingangs- und Ausgangszustände anzeigen kann und wie ich aber auch mit dem Eingabefeld Ausgänge auf der Logo schalten kann. Als kleines Beispiel, ich kann mir zum Beispiel Ausgänge anzeigen. Das sieht man jetzt gleich hier, wenn ich jetzt hier mal den Ausgang schalte. Sieht man, werden also Ausgänge und Eingänge angezeigt. Ich kann mir aber auch zum Beispiel Taster Eingänge anzeigen lassen. Jetzt drücke ich den Taster, sieht man jetzt hier ganz oben. Da wird mir der Zustand vom Taster angezeigt. Ich kann aber auch ganz einfach, indem ich den Taster betätige, hier jetzt zum Beispiel den Ausgang schalten und das Display von dem Logo rot werden lassen. Habe ich jetzt einfach deswegen gemacht, weil man das besser sieht als ein Ausgang. Genau, schauen wir uns das Ganze mal einfach kurz an, wie das Ganze funktioniert. Dazu gehen wir zuerst mal ganz kurz zur Logo. Ich habe hier Eingänge, ich habe Ausgänge und ich habe Merker. Diese drei Blöcke kann ich mir grundsätzlich immer nur anzeigen lassen, denn ich kann einen Eingang vom Panel aus nicht schalten. Ich kann auch einen Ausgang nur indirekt schalten. Ich kann ihn nicht direkt schalten. Das gleiche wie für einen Merker. Wenn ich jetzt aktiv was schalten möchte, zum Beispiel diesen Ausgang hier, brauche ich immer einen Netzwerkeingang. Wenn ich jetzt den Netzwerkeingang mit meinem Ausgang verknüpfe, dann kann ich den Ausgang schalten, niemals aber direkt. Möchte ich jetzt vom Netzwerkeingang schalten und von einem normalen Eingang, dann brauche ich einfach eine Oder-Verknüpfung. Und schon könnte ich eben von beiden ausschalten. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Die Eingänge, die Merker und die Ausgänge, dadurch, dass ich mir die nur anzeigen lassen kann, brauche ich nichts weiter. Für jeden Netzwerkeingang brauche ich eine andere Nummer. Wenn ich dann Doppelklick drauf mache, sieht man einmal die Adresse und einmal das Bit. Und ich muss jetzt im Prinzip jeden Netzwerkeingang einen weiteren Bit vergeben. Wenn ich jetzt drei Stück möchte, muss ich eben 1, 2 und 3 machen und dann funktioniert es. Die Zählung beginnt natürlich immer bei 0, das heißt 1, 2 und 3. So, schauen wir uns das Ganze im TIA-Portal einmal an. Im Prinzip ist es relativ einfach. Ich gehe mal zuerst zum Bild. Hier gehe ich im rechten Feld bei Elemente, suche ich mir hier den passenden Schalter aus und hier kann ich jetzt wählen, ob ich einen Schalter möchte, einen Schalter mit Grafik oder ob ich einen Schalter mit Text haben möchte. Und auch die Gestaltung von dem Schalter ist im Endeffekt wirklich großzügig ausgelegt. So, jetzt muss ich aber sagen, welcher Schalter beziehungsweise Eingang, Ausgang in dem Logo zu diesem Button oder zu diesem Schalter, zu diesem Element gehört. Dazu gehe ich auf die Standardvariablen-Tabelle und klicke auf Hinzufügen. Als allererstes muss ich hier nach links gehen und muss meine interne Variable wählen. Das habe ich im letzten Video schon gezeigt, wie man das macht. Ich wähle meine Verbindung hier aus und bestätige das Ganze. Damit weiß das HMI ganz genau, zu welcher Logo es gehört. So, und jetzt kommt das eigentlich Spannende, und zwar bei Adresse. Ich habe hier vier Möglichkeiten zur Auswahl. Ich habe hier einmal I, Q, M und V. I sind die Eingänge, Q sind die Ausgänge, M sind die Merker und V sind meine Netzwerkeingänge. Wähle ich ein I, bestätige ich das mal. Oh, ganz wichtig, habe ich eine Sache vergessen. Bei Datentyp nehmen wir immer Bool. Denn das ist im Endeffekt ein aus, klick, klack. Deswegen brauchen wir hier nur zwei Zustände, deswegen wählen wir hier das boolsche Format aus. So, wieder zurück zu den Eingängen. Möchte ich jetzt den Eingang I1 abfragen oder den Ausgang Q1 abfragen? Dann nicht verwirren lassen, die Zählung beginnt bei 0, sprich der Eingang I1 ist die Adresse 0. Ich habe das mal auf dem Word-Dokument kurz dargestellt, ist vielleicht einfacher. Also nur lesbar sind die Variablen Eingang, Variablen Ausgang und Variablen Merker. Die Variable 0, also ist im Endeffekt I1, die Variable 1 ist dann der Ausgang, Eingang I2. Die 0 ist Q1 und die 1 ist Q2. Also, sprich, wenn ihr hier
Ausgang Q2 schalten wollt, müsst ihr hier bei Bitnummer die 1 eingeben, denn die Zählung beginnt bei 0. 0 wäre jetzt der Ausgang 1 und 1 wäre der Ausgang 2. So, die Besonderheit ist noch kurz zum Netzwerkeingang. Da muss ich jetzt die V auswählen, also die Operandenkennzeichen V. Und hier trage ich jetzt mein Bitnummer und meine Adresse ein. Also 0 und 0 wäre in diesem Fall bei der Logo der erste, 0 und 0. Wenn ich jetzt einen zweiten hinzufüge, macht er mir schon gleich die korrekte Adresse, 4. Und ich mache das mal ganz kurz durch, das ist nämlich jetzt wichtig. 7. Und jetzt beginnt er nicht mit 8, sondern er macht mit 1, 0 weiter. Er macht mit 1, 1 weiter. Er macht mit 1, 2, 1, 3, 1, 4 und so weiter. Und bei 1, 7 macht er weiter mit 2, 0. Das hat damit zu tun, habe ich euch hier aufgeschrieben, IQ und M und auch die V, die gelten nur bis 7 Bit, also bis 8 Zähler im Prinzip und dann beginnt ein neues. Das heißt, der Merker 10 ist nicht etwa M09, sondern M1.1. Der Ausgang 11 ist nicht etwa Q10, wie man es denken könnte, sondern Q1.2. Also darauf achten, sonst funktioniert es nachher nicht. So, jetzt haben wir also ganz viele Variablen hinterlegt. Ihr habt jetzt auch schon gemerkt, dass man eben nur bis 7 zählt und dann in die nächste Adresse geht. Das erklärt auch, warum es bei Q hier vorne eben Adresse und Bit gibt. Also im Prinzip relativ einfach. Als letztes müssen wir jetzt nur noch sagen, ich ziehe noch mal einen rüber. Oder von mir aus auch zwei rüber. So, im Prinzip ist es relativ einfach. Ich klicke den hier an und füge jetzt hier eine Variable hinzu. Das mache ich mit dem nächsten auch. Eine Variable hinzu. Nehmen wir jetzt mal die 1er und hier nehmen wir jetzt einfach die 3er. So, jetzt würde dieser Schalter und dieser im Prinzip die zugehörigen Variablen schalten. Also 1, 2 und 3 und so weiter. Das heißt, die Variable 1 würde meinen Ausgang Q, also Q0.1 anzeigen. Das nächste würde also mein Netzwerkeingang und so weiter machen. Genau, und damit könnt ihr jetzt im Prinzip relativ einfach hier ziemlich coole Schalter machen, mit denen ihr jetzt Lichter schalten könnt, Klimaanlagen und so weiter. Oder eben Zustände einfach darstellen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch weiter bei eurer Logo-Programmierung.